Ja, grüß Gott zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Heute geht es um ein paar Inspirationen für den Tag, für alle Tage, ja, für das ganze Leben schlussendlich. Und zwar mit einem Zitat aus der Bibel: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, aber ich höre doch, ich kann doch hören. Ich war jetzt beim Ohrenarzt, der hat gecheckt, ich kann alle Töne hören. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die nicht zuhören können, die nicht hören, die nicht hinhören. Was wird wirklich gesagt? Der eine sagt, da ist ein grüner Baum, dann hört man das, modelt es um, es entsteht ein inneres Bild von einem grünen Baum. Die Patientin sagt, ich habe Rückenschmerzen, das tut so weh. Das habe ich schon so lange. Der Anfänger wird hören, Rückenschmerzen, vielleicht die Wirbelsäule, vielleicht die Bandscheibe, hat schon wieder ein Bild von den Problemen, von den Hintergründen. Und der geschulte Therapeut wird hören, Rücken, vielleicht so eine schwache Stimme, vielleicht ist die Last des Lebens zu groß. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und nicht alle Töne der Welt und Worte der Welt, sondern das, was hinter den Worten steckt, was hinter den Worten mitschwingt, das sollte man hören. Der Ton macht die Musik. Wie wird etwas gesagt? Mit welchem Tonfall, Tonlage? Und so weiter, mit welcher Gestik, Mimik natürlich kommt da noch dazu. Aber wie wird was gesagt? Was meint er wirklich damit? Das kann man hören, wenn jemand sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen, aber das kommt von meiner seelischen Belastung. Ich habe ein schweres Kreuz zu tragen, einen schweren Rucksack oder die Last des Lebens drückt auf den Rücken. Aber das kann man nur hören, wenn man hinhört. Wenn man dann schon notiert in der Karteikarte Rückenschmerzen, aha, Symptome Bandscheibe, aha, Triggerpunkte, aha, dann kann man vielleicht gar nicht hören, was sagt derjenige wirklich. Oder man klimpert den ganzen Tag im Computer, im Handy rum. Hast du gehört, was ich sage? Ja. Wie soll das gehen? Ist nicht möglich. Denn zum Zuhören, zum Hinhören braucht man Aufmerksamkeit. Man braucht Zeit. Und wer nimmt sich schon die Zeit, außer gute Therapeuten, gute Freunde, die wirklich zuhören, die die Worte wahrnehmen, aber auch das, was dahinter steckt. Und nicht sofort ein Bild kreieren, ich höre etwas und man bildet sich schon seine Meinung. Sagt vielleicht die Mutter zur Freundin, ich habe wieder Stress mit dem Sohn, Tochter und so weiter. Und die Freundin macht sich vielleicht schon ein Bild. Das habe ich auch, kenne ich von damals, von da und da. Das macht man so und so, da kann man dies und das machen. Ja, es liegt an dem und dem. Das ist nicht zuhören. Das ist bewerten schon. Kann man nicht einfach hören, was jemand sagt, wahrnehmen, wie ist die Schwingung, ohne schon wieder eine Lösung zu finden, das Problem zu definieren, sondern einfach nur zuhören. Denn das wollen die Menschen, das brauchen die Menschen, dass man wahrgenommen wird, dass man zuhört, dass man da ist, dass man einfach nur präsent ist. Und sobald man wieder das bewertet, beurteilt, ist man schon woanders. Ja, leider ist es schwer, Menschen zu finden, die wirklich zuhören können. Und auch diejenigen, die
die feinstofflichen Ohren geöffnet haben, um wirklich hinzuhören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit den feinstofflichen Ohren. Die grobstofflichen Ohren nehmen die materielle Welt wahr und die feinstofflichen die energetische Ebene. Und die energetische Ebene hat eben kein Bild im Kopf, sondern eine Wahrnehmung, ein Gefühl und nicht ein Bild von einem Baum oder von einem Kind, was randaliert, sondern man ist nur da und lässt es wirken. Und das geht mit allen Sinnesorganen. Wer mehr wissen möchte, kann sich gerne das Video über die Sinne mal anschauen. Es gibt viele Videos über Augen, Ohren, Nase und so weiter. Ja, so müssen wir also irgendwann mal wahrnehmen, dass es auch feinstoffliche Sinne gibt. Und das meint der Spruch aus der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und nicht die Worte, sondern was dahinter steckt. Weil das macht es wirklich aus. Wenn jemand mal über Probleme reden möchte, will er nicht sofort, dass der andere ein Bild hat, ein Bewertungsbild, ein Bild, was aus seinem Inneren in Verbindung mit den äußeren Worten entstanden ist. Das ist ja nicht das, was der mir sagen möchte. Sondern einfach hinhören. Mit Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und Offenheit natürlich. Wenn ich nicht offen bin, habe ich sofort Bewertungsstrukturen im Kopf, im Geist, wo auch immer, und versuche das so zu definieren. Ich weiß ja, wie es ist, ich kann das. Statt dass man einfach nur guckt, was ist denn da überhaupt? Aber das ist sehr schwierig natürlich. Und selbst die, die richtig hören können, weil die Ohren gesund sind, hören nicht richtig hin, weil sie geistig gar nicht präsent sind. Weil die meisten schon wieder am Handy sind, in der Zukunft, in der Vergangenheit, sonst wo. Und dann kann man nicht wirklich hinhören. Ist nicht möglich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, muss man also die Ohren putzen. Die Ohren waschen, die Schleimbatzen daraus machen und die Ohrenstopfen rausnehmen und vor allen Dingen sich Zeit nehmen, wenn jemand wirklich was zu sagen hat und da auch hinhören und versuchen, alle Gedanken loszulassen. Ist gar nicht so einfach, kann man mal probieren. Nur hinhören. Zuhören nennt man das. Nicht ich habe deine Worte gehört, sondern ich habe gespürt, wahrgenommen, was du mir sagen wolltest. Und so hätte man, wenn man richtig zugehört hätte, viele Missverständnisse schon im Vorfeld gelöst. Aber gut, der Mensch braucht es anscheinend. Und muss eben immer weiter lernen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal auf YouTube. Da gibt es auch viele Videos über die Sinne, über die Augen und Ohren gibt es mehrere Videos, über die Nase und so weiter. Ja, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören, für die Likes, für die Kommentare und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Tschüss!